Ja, da sind wir wieder bei Far Cry 3. Ich sitze hier immer noch in meinem Gebüsch und denke darüber nach, wie ich mich hier dem Chef nähern kann und irgendwie am besten noch hier die drei MG-Schützen ausschalten kann. Aber ich denke mal, hier auf Entfernung werde ich wohl gar keine Chance haben. Ich werde wohl nach da unten müssen. Jetzt hätte ich natürlich eine tolle Chance. Ah, nee. Der beobachtet nach draußen. Problem ist halt hier, die Dicken, die fressen die Kugeln wie nix. Ich weiß auch nicht, ob man die dann tatsächlich auch nur mehrfach treffen muss. Oder ob hier die Kugeln wirklich gar nichts bringen. Okay, da habe ich jetzt nur einen Busch abgeschossen. Mehr aber nicht. Ja, ich glaube, ich muss da runter. Das hat sonst irgendwie keinen Sinn. Ich verballer hier nur Munition und verbrauch kostbare Lebenszeit. Ich verstehe immer noch nicht, warum ab und zu Takedown funktioniert und ab und zu nicht. Das ist auch noch so eine Sache. Da sprengen die sich hier wieder gegenseitig in die Luft. So, da unten ist auch noch ein Brief. Auch noch gemessert und den dritten haben sie wohl, oder? Nicht wegschmeißen. Ah. Oh, dann mal hier. Hier haben wir auch nichts. So, wo war denn jetzt hier der Eingang von dem Dingen?
Ah, da liegt unser toter Japaner. Und noch ein paar Kisten. Oh, die holen wir auch mit und stellen, glaube ich, ein bisschen was her. So, dann haben wir noch zwei in Reserve, die wir für irgendwas verbrauchen können. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt als nächstes machen. Sehr wahrscheinlich die nächste Basis ausheben. Wo ist sie denn? Da. Genau, ah, hier, die Camps. Deswegen, das war das. Die kann ich zwar jetzt hier mit der ja, mit der Uniform kann ich die jetzt zwar betreten. Und ich hatte mich, glaube ich, sogar hier ausgelockt in der vorletzten Folge, aber das hat nichts gebracht. So. Dann zu dem Hafen. Ja, das sieht ja so aus, als wäre der direkt hier um die Ecke. Flammenwerfer. Reicht das, wenn wir dem einfach nur in den Rücken schießen? Der hat auch einen Flammenwerfer. Gut, wir könnten hier natürlich versuchen, alles in die Luft zu sprengen. Das Blöde ist, ich sitz hier wirklich auf dem Präsentierteller. Keine Deckung, kein gar nichts. Ob das jetzt Söldner waren oder Rakyat, ich weiß es nicht. Okay, da haben wir einen normalen. Alles Schwergewichte. Dann können wir nicht alle kreuzweise. Okay, von hier aus könnte ich zumindest den Alarm hier ausschalten. Deswegen schön, dass die davon nichts so mitbekommen. So, erstmal wieder hier irgendwie verstecken. Okay. Das heißt, ich muss nur mit euch hier fertig werden. Oh, 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 weg, 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 weg. Man kann
auch hier irgendwie so ein bisschen zwischenspeichern. So. Okay, den habe ich jetzt natürlich. Und da will ich mal was probieren. Okay, das sind keine Freunde. Da wollten die mich einfach so hier überfahren. Da habe ich jetzt wirklich irgendwie zu viele Schuss verbraucht. Ja, die legen hier alles in Schutt und Asche. Ein bisschen aufpassen, ob das Feuer nicht nochmal jetzt zu mir zurückkommt. Und er geht nach mir suchen.
hat er jetzt da gemacht? Gut, wir könnten jetzt versuchen, eigentlich. Weil ich hätte jetzt gedacht, ich würde jetzt das Auto holen. Aber ich glaube, das Wechseln auf den MG-Stand, das wird zu lange dauern. Genau, okay. Ich hoffe, das sind die zwei letzten da von den Dicken. Machen wir natürlich da nichts, was wir in die Luft jagen könnten. Mist. Wo war das Auto? Das war da oben. Probieren's einfach mal. Das halt so. Ups, nee. Ah. Aussteigen. Gut, gut. Hoffentlich geht's der Familie gut. Wo man lange dran rumfailt, wird dann doch irgendwann mal. Okay, und da war noch eine Jagdmission. Dafür bin ich gemacht. Erst gehen wir mal hier rein. Klauen uns die Memory-Karte und ein paar Spritzen. Füllen Munition wieder auf. Was können wir verkaufen? Und noch eine Kiste, die wir übersehen haben. Oh, dann gucken wir mal, was wir noch an Jagdmissionen da haben. Es gibt immer noch was zu tun. Bitte kümmere dich um die Job. Tollwütige Hunde terrorisieren, entferne, töte sie mit
Und stellt einen Flammenwerfer. An den Aushangtafeln hängen. War so schön hier. Der Außenposten ist unser, aber wenn du uns wirklich helfen willst, zieh dir an, was an den Aushangtafeln hängt. Dann gehen wir mal Hunde grillen. So, dann schmeißen wir die da am ehesten dann hier weg. Oh, und dann gehen wir mal Hunde grillen. Wo haben wir sie denn? Normalerweise hört man die doch von Weitem. So, die haben sich nach hier oben irgendwohin verzogen. Aber halt damit irgendwas zu erlegen ist nicht gerade einfach. Der Einzige, der Schaden bekommt, bin ich. Da nicht. Okay, einen haben wir erledigt. Also muss man wirklich richtig dicht dran. Ja, wie gesagt, ich bekomme bei der ganzen Sache hier mehr Schaden als die Hunde.
hier. Einer ist wieder da unten. Ja, da ist noch einer und noch einer. So, noch zwei. So, den letzten, den finde ich bestimmt nicht mehr. So, erst nochmal hier nachladen. So, wo ist jetzt der letzte Köter? Haben wir noch Spritzen? So, Platz zuweisen. Noch mal sicherheitshalber noch einen. So, ich sehe weit und breit keinen Hund. Ach je. Da ist er. Ja. Und das war's dann auch für diese Folge, denke ich mal. Wir haben den Außenposten und hier die Jagdmission gemacht. Das muss für eine Folge reichen. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann.